Moin zusammen, wir sind bei dem Fast Monday unterwegs und wir hüpfen jetzt entweder nach Grafton oder nach Willow. Das Spiel hat sich für Willow entschieden. Das heißt, wir stellen für die kleine süße Willow und für Sina und Jason noch ein paar Kerzen hin nachher. Falls der Geist uns lässt. Das Küken kann jetzt seine Federn wieder ausweiten. Genau, das Federvieh kann sich ausruhen. Breaker ist in der Garage. Küken ist noch wir nicht da. Abwehren, Sanity 25 und Kerze. Ja, Kerze wird ja easy, das kommt ja meistens nebenbei. Küken muss noch angeflattert kommen. Ja, das Küken fliegt durch die Winde mit den Federchen. Hat bestimmt Wind in den Flügeln. Kleine Windfederchen. Ach, die Federchen sind gelandet. Die Federchen sind im Landeanflug. Sie haben noch nicht den Boden berührt. Oh, Violence. Die Federn haben immer noch keinen Touchdown geschafft. Werden sie es schaffen zu landen? Tower, Tower, erbitte Landeerlaubnis. Tower, Tower, Hilfe, Mayday. Ja, Touchdown! Die Küken haben es geschafft. Die Federn. Das Küken mit den Federchen. Okay, wir bereiten alles vor und sind gleich wieder da. So, und rein da. Ich gehe wieder in die Garage. Hi, Willow. Hallo. Ihr guckt nach dem Knochi. Ich glaube, da liegt der Knochi hier neben dem Tisch in der Küche. Stimmt doch gar nicht. Schwarzes war. Ein Eierköpfchen. So, wir haben ein Versteck in der Garage. Oh, und mein Lieblingsversteck, das Regal, haben wir hier. So, jetzt brauchen wir nur noch den guten alten Geist. Vielleicht haben wir mal einen Garagengeist. Ja, das kann sein. Gehen wir mit EMF da durch, mal schauen. Hallo, Breaker, hallo. Ja, der Breaker wurde schon versorgt. Breaker Shaker. Kein Boden. Where's the bone? Sag, where's the bone? Na, wir haben den schon. Ach so, ihr habt den ja schon. Mm. Where is the ghost? Du bist lustig, Mama. Where's the ghost? Ghosty pants. Ghosty, ghosty, where are you? Show us, give us a sign. Are you here? Close the door. Der kann tatsächlich in der Garage sein. Wirklich so, ne? Vielleicht, ja. Ich habe da gerade ein Reading bekommen aus der Garage. Hat schon eine aber könnte auch irgendwo unten sein. Also kann, ne? Also nicht sicher. Ich teste das mal kurz. Wir waren doch hier in dem Keller, ne? Oder? Ich dachte, ich war da. Ja, der ist in der Garage. Ja? Ja. Woher wusste ich das? Garagengeist. Ich wusste es. Toll, das Versteck ist auch im Geisterraum. Super, das wird lustig. Mama ist bestimmt ein Hacker, dass sie das immer sofort hat. So, ich brauche dann die EMFs in der Garage. Der war gerade an der Tür. Boah, ich mache gerade Türen. Bitte mit dem EMF mal die Tür checken. Welche? Ja, die Garagentür. Ja, ich komme. Man hat sie ja gehört. Ja, EMF 2. Okay, 2. Ein Kruzi liegt hier vorne, eins da hinten beim Versteck. Schmeißt bitte die EMFs daneben. Dann haben wir soweit das schon mal das vorbereitet. Der hat gerade was geworfen. So, mal schauen. Haben wir Fingies? Nö. Nö. Kann aber auch so schon sein, dass die weg sind. So, dann brauchen wir Kameras und Dots und Sensoren auf jeden Fall. Kamera. Wo ist der Dots? Habt ihr schon Dots? Nein, ich nicht. Ich habe nur Bewegungsmelder. Der hat gerade schon wieder was geworfen. Boah, der wirft da ordentlich. Hey, da habt ihr den Kork fotografiert? Ich hab kein Futterpack zu haben. Ja. Wo haben wir denn noch ein Futterapparat irgendwo? Irgendwo müsste doch noch einer sein. Aber nein. Ja, hier ist noch einer. Where are you? Okay, Spirit Box. Wir haben einmal Spirit Box.
Küken. Du kannst mal mit dem Thermo gucken, ob es friert. Mhm. Oh, jetzt hier ein Salz. Okay, das Salzhäufchen hier beim Kork ist schon fotografiert. Das braucht man nicht mehr. Somit ist Wraith raus. Show us, give us a sign. Are you here? Where are you? Okay. Dann hier ist schon hingestellt. Battlefield. Okay, ich sehe keine Orbis. What is it? Nichts zu sehen. Na, heb das Feuerzeug bitte auf. So. Hm, der hat hier draußen ein Bild runtergeworfen. Was ist das denn, Tino? Tino, siehst du das auch? Hier, was ist das? Tino. Wer ist der Tino denn jetzt? Peter, ich glaube, der spielt mit dem Auto rum. Hörst du das nicht? Wer ist das, der Tino? Ja, ich bin doch hier draußen. Nicht, hä? Ich mach doch nicht. Ja, da rennt der wieder heimlich in der Ecke Tino, rum. Guck mal. Ach, das ist ja ein Tino. Was ist denn da? Was ist das hier? Das hier. Das ist eine Taschenlampe, die aufrecht steht. Aber warum kannst du die nicht nehmen? Achso, du hast schon eine habe. Ja, Taschenlampen kannst du nicht doppelt ja, nehmen. Ja, ist ja eben. Oh Mama, ey. Mein oh Gott. Mein Gott, mit euch geht das hier immer zu, ey. Event! Ich bin doch noch hier drin, du Arschloch! Gib mir die Kamera, schnell! Ich hab sie doch! Foto! Ich hab ihn! Ach, kein Phantom! Ich hab ihn! Davor. Alles okay, ich hab ihn! Wo ist der denn? Der steht da in der Ecke. Ich hab noch eine Kamera. Ich hab ein Foto machen. Achso, das ist nur du. Hey, wo ist ich bin jetzt auch total verwirrt. Ich wollte eigentlich die Lampe hier da hinten werfen. Mit ihrem Brötchen davor. Wow. Kann ich jetzt fotografieren? Der stand ja auch hier hinten um die Ecke. Okay, Mann. Lasst uns mal nach der Sanity gucken und kurz nach Orbis. Mach bitte ein Foto vom Breaker und mach den wieder an. Oder ist keiner mehr da? Doch, ich bin hier. Ich mache. Okay, mach ihn wieder an. Yes. Okay, perfekt, danke. Bitte, gerne schön. Wer hat denn die Türen wieder aus, der Quatsch, Funky? Also, ich war das bestimmt nicht, hä? Ich glaube, der Geist, der ist gerade irgendwie in so einem Tobsuchtsanfall. Und hat die Türen auseinandergenommen. Ja, bestimmt. Hatte ich auch schon von Anfang an vermutet, dass er das war. Ich habe ein Foto verschossen, wisst ihr schon Bescheid, ne? Danke. Kein Perfect Game. Perfect Game. Ich dachtest du jetzt wirklich, das wäre der Geist? Ich blöd, Mann, habe aus Versehen die Tür fotografiert, wollte ich aber ja nicht. Och, Mama. Die aufhängt da. Oh mein Gott, ey. Ich bin auch so auf den Knopf gekommen. Also, wir sind echt professionell, ne? Oh aber die Eileen ist auch, die kann das auch immer gut. Einmal mit Profis arbeiten. Oh Gott. Also, haben wir irgendwelche Orbis oder Dotsis oder sowas in der Art? Nö. Müssen wir auf grün machen. Nein! Mama! Lass das auf Nachtsicht, die Orbis sind Dotsis. Ja. Oh! Dotsis was der Arschkeks hat. Dotsis, okay, ein Yokai oder ein Deochen. Wir müssen auf jeden Fall gucken. Was denn mit Wraith und Phantom? Wraith ist raus, weil er ans Salz getreten ist und Phantom ist raus, weil ich ein Foto gemacht habe und er noch da war. Okay. So, also mit den Smudgies abwehren 25% Sanity, also. Bestimmt ein Deochen. Ja, Deochen wäre lustig. Jetzt sind alle wütend auf mich, weil ich ein Foto verschossen habe. Nein, das ist gar nicht, scheißegal. So. Du wirst jetzt verbannt vom Geister. Ihr könnt noch Kerzen vom Truck mitbringen, wenn ihr wollt. Den macht? Kerzis vom Truck für Willow. Kerzis? Sind da noch Candles in der Box? Tino. Yes, I have two. Und wir müssen vielleicht noch ein paar Salzfüßchen fotografieren. Also ich weiß nicht. Ja, hier bei den Kerzen liegt ein Feuerzeug, dann kannst du die ja schön für Willow da hinstellen. Ich komm nicht rein. Kleines Federvieh. Was machst du denn da? Irgendwann glitzt du dich aus der Map und dann ist das Geheule groß. Nur mit in den Backrooms. Oh, ich hab's durchgeschafft. Federvieh hängt fest. Seine Federn sind kleben geblieben. Der klemmt sich die Federn in der Map ein. Ich hab letztens auch in meinem PS2-Game geschafft. Ja, das muss man erstmal können, ey. Oh, bei dem SCP, beim originalen Spiel, passiert mir das auch immer. Mist, wir haben ja aber auch sonst gar keine Verstecke außer in der Garage, ne?
Also es ist jetzt easy, den Geist rauszufinden. Die Ochen werden wir mitkriegen und ein Yokai, der wäre eben ein normaler Geist in dem Fall. Boah, das arme Bild, ey. Okay, welche Füßchen haben wir noch nicht fotografiert hier? Ich glaube, was ist das da? Da hinten bei irgendeinem Dots. Ich mache mal ein Foto von denen. Haben die gezählt? Ja, die hatten wir noch nicht. Hier ist er gar nicht reingetreten. Okay, also hier, wo die Kamera liegt, das Salzhäufchen, das könnt ihr, wenn er reintritt, fotografieren. Aber er ist noch nicht drin. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Where are you? What do you want? Why are you here? Show yourself. Where are you? Give us a sign. Are you close? Are you a child? Are you old? Ach ja, ihr könnt euch da hinten hinterm Regal verstecken. Welches Regal? Da, wo ich den Glowstick auch hingelegt habe. Wo? Da könnt ihr euch verstecken. Ja, reicht jetzt auch mal, Mama. Also wirklich. Und wenn der nachher handeln sollte und es ist ein Deochen und ich sehe ihn zu euch dahin laufen, dann smudge ich und sage zu euch raus. Dann müsst ihr sofort rauslaufen da und ja, lauft einfach in die Küche und ich kümmere mich dann hier um den. Falls es ein Deochen ist. Wenn es ein Yokai ist, sitzen bleiben. Dann werde ich ihn auch einfach nochmal smudgen und das war's. Aber du sagst noch Bescheid, oder? Ja, Bescheid. Ja, aber ich sehe, dass er da zu euch hinläuft, je nachdem, wo er spawnt. Ich teste jetzt mal kurz noch mit der Spiritbox weiter. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Ich glaube, der antwortet nur auf einzelne. Das heißt, die Ochenantwort werde ich nicht rauskriegen. Doktor, ich finde, wir können ja rausgehen. Ja, aber ihr müsst mal gucken, ob im Keller ein Versteck ist. Ich weiß es nicht genau. Müsst ihr mal schauen. Aber Keller wäre ja auch gefährlich wegen die Ochen. Oh, er hat den Breaker gekillt. Was war der Brecher? Tino, wo ist der Keller? Tino, wo, ich weiß, wo der wie, Keller wo ist, ist der aber Keller? Haben wir da ein Versteck? Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Show yourself. Are you angry? What do you want? Geh doch wieder ins Keller verstecken. Darf ich mich mal hier in Ruhe mit dem Geist unterhalten? Nö. Es ist kein Versteck im Keller. Wie, im Keller ist kein Versteck? Oh nee. Was mache ich denn jetzt? Are you here? Are you close? Show yourself. What do you want? Why are you here? Seht ihr, diese Küken, der antwortet mir nicht, wenn du hier drin bist. Achso, ja, sorry. Das meinte ich ja, deshalb solltet ihr in den Keller kurz gehen. Ich will ja nur gucken, ob es die offene Antwort ist. Mama, im Keller ist ein Versteck. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Show yourself. What do you want? Why are you here? Are you das friendly? Kenn ich. Show Mama. Yourself. Are you angry? Hier in dem Raum. Are you a child? Are you hier, old? Da hinter show dem blauen. Yourself. Where are you? Are you old? Show yourself. Are you a hier? Child? What do you want? Ja, why are you here? Versteck. Are you angry? Das ist ein Versteck. Show us. Give us a sign. Are you here? Are you close? Are you a das child? Sicher, are you old? Where are you? Are you here? Where are you? Show yourself. What do you want? Why are you here? Are you friendly? Are you angry? Show yourself. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Where are you? Are you angry? Show yourself. Are you close? What do you want? Why are you here? Are you angry? Show yourself. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Show yourself. Are you here? Are you close? Where are you? Show yourself. Are you close? Show yourself. Er hat versucht zu handeln. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Okay, wir müssen die Sanity wissen. Ja, ich komme schon nach oben. Okay. Ich gehe, ihr könnt da bleiben, wo ihr seid. Ja, warte, ich gehe ganz kurz gucken, weil ich war am Reden. Und wenn die Sanity jetzt mega hoch ist, ist es ein Yokai, dass er durch mein Reden getriggert wurde. Oder wenn die low ist, ist es einfach nur ein normaler Handversuch von mir. Ist ja egal, wenn okay, ich glaube, es ist ein Deochen. War, glaube ich, unsere Sanity ist mega low. Die ist unter 40. Deochen? Tragt schon mal Deochen ein. Deochen. Ihr habt oben irgendwo eine Taschenlampe liegen lassen, oder?
Oder liegt nirgendwo eine? Der D.O. Ja. Okay, bleibt im Keller, da seid ihr sicher. Ihr müsst nur weiter weg sein als ich von dem Geist. Dann ist alles gut, weil dann kann ich mich alleine um den kümmern. Ihr könnt natürlich hier oben, wenn ihr wollt, in den Flur kommen und das Kiten anschauen. Och, seid Mann. Ihr natürlich zu eingeladen zu der Show, aber... Ja, aber wenn er uns dann kriegt, ne? Ja, da, ihr dürft nicht näher an dem Geist dran sein als ich. Dann ist alles gut. Hallo. Da steht er hinterm Auto, der will was Auto fahren hier. Hallo. Die Shadowform von ihm. Wo ist der Dino denn? Nee, ich bleib draußen. Also, hä? Ihr könnt euch ruhig da hinten in den Flur stellen. Ich hoffe, der lässt den Breaker an. Gut, dass der Breaker jetzt da ist. Also ich bleib jetzt im Keller. So. Wer hat die Ausgangstür zugemacht? Ich bin im Keller. Auch nicht. Ja. Scheiße. Das kann nur einer von euch gewesen sein, weil ich höre ihn ja nicht an. Ja, Mama, ehrlich. Ich bin im Keller. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Deshalb traut sich der Geist auch nicht zu handeln. Der denkt sich, oh nee, dann wäre ich nachher auch so bekloppt wie die. Ist auf jeden Fall in die Ohren, weil... Der D.O. kommt, der D.O. kommt, der poliert dir deine Ohren. Ja, kleines Federvieh, du kannst ja, wenn du willst, vom Wohnzimmer aus die ganze Show angucken. Ach du Scheiße, ich glaube, ich werde gekickt. Wie, du wirst gekickt? Ja. Oh nee, hast du Disconnect? Mehr. Ah, doch nicht, boah. Oh nee, ich habe jetzt alles mir zu viel. Küken macht da draußen Yoga vor der Tür. Immer wenn ich aufs Haus gucke, laggt das aber so. Ja, das habe ich bei Witchview auch immer. Die FPS droppt dann immer, wenn ich aufs Haus gucke. Aber wenn ich vom Haus weggucke und weggehe, dann ist die mega hoch. Da ist sie fast auf 100. Ist doch ziemlich abgebrochen. Macht aber auch Sinn. Ist auch ziemlich abgebrochen hier. Wer, das Küken? Ja. Manchmal. Oh, ich habe ein bisschen Farbe mitgenommen vom Keller. Das ist jetzt mit dem Geist. Irgendwie will der Geist nicht handeln. Ich würde ja gerne mit der Spiritbox da noch ein bisschen rumhantieren, aber das Problem ist, in dem Raum muss ich ihn loopen. Und ich brauche da das Licht, weil ich keine Taschenlampe habe, sonst sehe ich den kaum. Ich meine, ich kann die im Dunkeln kiten, ja, aber... Soll ich's machen? Ja, ich denke mal, ihr wollt es, oder? Die Ohren im Dunkeln kiten findet ihr doch lustig, oder? Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Warum ist mein Audio kaputt? Show yourself. Are you here? Are you close? What do you want? Show yourself. Are you angry? Are you a child? Where are you? Are you here? Are you close? Are you angry? Show yourself. Where are you? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Küken, lass mal die Tür in Ruhe. Der hat gerade versucht zu handeln. Macht doch nichts. Ist das schon auf, hä? Ich verstehe euch nicht, also ehrlich. Okay, was für Aufgaben brauchen wir denn noch? Okay, 25% haben wir. Ja, ich muss ihn leider smudgen, auch wenn ich es nicht will, weil die Ohren braucht man eigentlich nicht zu smudgen, außer man hängt in der Sackgasse. Küken, du kommst jetzt hier rein und kommst mit dem Leochen spielen, hopp. Nein, ich hab Angst. Komm einfach ins Wohnzimmer rein. Küken hebt ab. Ich hab doch einen Smudge, falls der dir zu nahe kommt. Du musst mir... Es ist ja kein Kabelgeist. Es ist ein aufrecht laufender Geist. Also brauchst du keine Angst haben. Leck? Ja, klar. Das würde ich jetzt auch sagen. Das leck. Immer alles auf den Arm. Ich muss noch ein paar Sachen... Ja. Was gibt's da im Truck zu tun? So ein bisschen die Items. Ja, klar. Jetzt kommen die Ausreden. Die Farbdose. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Kiki, willst du dem Ochen hier ein bisschen zuschauen kommen? Besser nicht. Ich bin nämlich schon jemand, der wieder stirbt. Wir sind beide Schiss. Oh mein Gott. Aber ich bin doch schon mal gestorben. Du sollst ihn ja auch nicht mitkiten. Du sollst dich einfach nur in den Flur stellen und kannst es ja von da aus angucken, wie ich den kann. Ja, kann ich ja machen. Mein Gott, von mir aus. Wer will sterben, kann ich auch nicht. Wenn er mal handen würde. Oh! Wenn er mal handen würde. Das sind die Ochen. Oh, ich sehe den. Der ist aber lahm. Kiki, lauf weg, er kommt zu dir. Lauf weg. Ich hab gesmatscht. Du sollst schon hinlaufen.
Ja, der hat mich. Wie? Warum? Nein, warum hat der jetzt dich ins Target genommen? Ich war doch näher dran. Ja, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht ins Versteck gegangen. Ich bin mit hier gelaufen. Ja, ich habe den ja gesmatscht, als ich gesehen habe, dass er zu dir läuft. Ja, ich bin ja nicht ins Versteck gerannt. Aber warum ist der denn zu dir gekommen? Ich war doch näher an ihm dran. Ich dachte, der nimmt das nächste Ziel. Ich hab doch gesagt, ich werde sterben. Ich muss es doch. Ja, aber weißt du, wenn du jetzt im Versteck geblieben wärst, wäre er, glaube ich, trotzdem zu dir runtergekommen und dann wärst du auch tot gewesen. Ja, ich bin so oder so ein Opfer. Sag ich dir. Aber warum ist der zu dir gekommen? Ich stand doch hier direkt vor ihm. Er hat mich gesehen. Weil er mich liebt, weil ich älter bin. Oh mein Gott, ja, der steht auf reife Früchtchen, ha? Huh? Arschkick! Oh Mann, das gibt's doch nicht! Die arme Mutter. Die hat es auch immer mit den Deochens, ne? Immer. Ach, immer. Mama, die hat's generell mit Geistern. Ja, komm, Küken, jetzt bist du dran. Nein. Komm rein mehr. Da jetzt. Tino, du bist Küken jetzt lebt. Ich muss doch mehr Sachen mit Chuck Küken, machen. Du musst jetzt deine. Du musst deine Hausaufgaben machen. Unter Beweis stellen. Also rein da. Du musst da deine Hausaufgaben machen. Ja, von wegen, komm. Küken Flugschule. Heute stell dich nicht so dumm an jetzt. Wenn mehr wir sterben, kannst du auch nicht. Heutige Hausaufgabe. Das sind nur zwei Geister. Heutige Hausaufgabe ist: Wie kite ich einen Deochen in Willow Street? Und wir sind zwei Geister. Das ist doch schön, da bin ich jetzt so alleine. Ja, was soll ich denn überhaupt machen? Du kannst zugucken, wie ich ihn kite, falls der nicht wieder zu dir dann läuft. Der soll okay, zu mir kommen. Okay, dann komme ich jetzt rein. Ich weiß nicht mal, wo die Treppe ist. Naja. Das Match müsste noch aktiv sein. Ja, und direkt despawned. Und was soll ich denn hinstellen? Warte, er macht ein Event. Komm schnell, hierher, schnell, geh hier in den Flur. Hier in den Flur. Hier liegt ein Kutzi in der Küche. Er kann hier nicht handeln. Mann. Geh zurück, dass er mich targetet. Okay, jetzt hat er mich im Target. Der ist aber langsam. Ja, Kiki, du kannst ja jetzt zugucken. Ich schmeiße den mit Della im Geist. Küken, mach mir mal bitte die Garagentür wieder auf. Der ist aber langsam. Nein. Kiki, kannst ja jetzt gucken. Ich beschmeiß den mit Della. Achso, was bist du, der mit Della wirft? Weil er so ein Arsch ist. Siehst du, ich bin zweimal beschmissen. Siehst du, Küken, so schlimm ist es doch nicht. Ich habe meine Kükenhausaufgaben gemacht. Ja. Der ist aber auch sehr langsam. Jetzt. Also wollen wir ja keine Angst haben. Ja, aber Kiki, du bist gestorben. Ja, nee, bei dir war das Problem, du warst in der Sackgasse. Das darfst du beim Deochen nie machen. Und ich weiß nicht, warum der dich ins Target genommen hat, anstatt mich. Auch Küken hat Willow schon mitgenommen. Nee, ich. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe nur ein paar Farbdosen mitgenommen, weil mir langweilig war. Ja, toll. Warum nimmst du da Kruzifix mit? Küken sprayt den ganzen Truck an. Bald bin ich rot. Rotes Küken. Was machst du dann jetzt mit dem Kruzifix und mit der armen Tür? Wolltest du da die Tür segnen oder was? Ich würde die Tür mitnehmen, als Erinnerung. Als Erinnerung. Ja, die Besitzer haben das nicht hingestellt. Hier, warte, ich komme doch noch erst. Ja, du kannst sprinten als Geist. Ach, Mama. Der feste Dinger, Willow. So, dann machen wir da ein schönes Kreuz. Was haben wir denn jetzt? Deochen gehabt, ja? Ja, genau, und Deochen, weil du ja wieder tot bist. Mama, meint ihr, wer ist der Bohn? So, Willow. Kleine, süße Willow. Das Auto, ey. Ach so, der Geist, der dreht da drin wieder durch. Da. Macht Party. Okay, ich glaube, Perfect Game haben wir nicht, ne? Weil Kiki mal wieder mit den Türen hantiert hat, aber ist egal. Mama, es geht gar nicht. Okay. Scheiß hier Habt ihr alle die Ochen eingetragen? Yes. Okay, ja. Dann Abfahrt. Mama wird von den Geisterjägern gebannt. Ja, das Problem war, du warst in der Sackgasse da unten und ich habe ja schon extra gesmatscht. Genau. Du hättest in dem Moment durch ihn durchgehen müssen, als ich gesmatscht habe. Und zu mir hochkommen müssen. Wollte ich ja auch. Nur dann hatte der mich auch. Ja, ich glaube, dann war der Smudge schon vorbei. Der hält ja nur 6 Sekunden. Genau, das war er drauf. Genau. Ja, ich wollte nämlich. Der ist einfach an mir vorbeigelaufen. Ich war eigentlich das nähere Ziel. Ich kann dir das nachher im Video zeigen. Das ist echt komisch gewesen. Der ist so ein Heini gewesen. Ich habe nur gesehen, der läuft direkt in den Keller schnurstracks. Ich dachte, was ist denn da jetzt los? Warum greift der nicht mich an? Der hat es mit mir gehabt. Der wollte unbedingt zu dir. Der wollte mit dir kuscheln. Die Fingerchen ins Gesicht tun. Mit dem Stinksack. Okay. Katastrophe. Ich hoffe, diese Geist Folge hat euch gefallen. Aber war leider ein Stinksack. Ciao.